Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Remastered. Wir haben es uns wieder hier nach unten gearbeitet. Es gab so einen Aufzug hier, der hat uns nach unten gefahren. Der ist, warte, das war hier, meine ich. Genau, hier. Und dann hier rechts hoch. Und da geht es dann zum Aufzug. Und hier steht irgend so ein Typ, mit dem wir reden können. Der hat den gleichen Schild wie wir. Ist ziemlich dick. Ich würde mal sagen, wir quatschen einmal mit dem. Okay, der will nicht mit uns reden. Der will nicht mit uns reden. Das heißt, wir können einmal zum Raben. Habe ich den Abfall in der Tasche? Denn ich habe ja Abfall gefunden und der Rabe soll den, da soll man den wohl eintauschen können. Ja, ich habe den gerade nicht hier. Warte mal. Da müsste ich einmal ins Leuchtfeuer. So, bodenlose Kiste. Da, Abfall. Post 1. Wo ist es? Wo ist es? Ah! So, jetzt muss ich einen Inventar haben. Gut, und jetzt müssen wir den zum Rahmen bringen, ne? Und dann kriegen wir da, Items für oder so. Wie komme ich denn jetzt nochmal nach oben? Warte mal. Ich glaube, das war hier lang. Genau, dann können wir hier hoch. Und da ist er. Vielleicht hier? Hä? Können wir das hier nicht eintauschen? Wie es scheint nicht. Ah, fuck! Ja, ein bisschen Leben verloren, ist egal. Gut, dann gehen wir mal wieder in den Aufzug und gehen wieder nach oben in die, Entschuldigung, in die Festung. Blöd ist natürlich, dass ich mir jetzt ans Lagerfeuer gesetzt habe, dass alles wieder respawnt dann. Aber, ups, falsche Abzweigung. Aber ist halt so. Wenigstens haben wir jetzt eine bessere Abkürzung Richtung Festung. So. Hier war das, da hoch. Und dann ist hier der Aufzug. So. Dankeschön. Habe ich noch einen Bonbon? Ja. Hustenbonbon, damit ich nicht die Folge wieder so viel zuhuste. So. Wir müssten jetzt wieder Gegner sein. Der Dicke ist nicht da, aber da, die Dudes sind da. Das bedeutet, hier vorne werden die auch da sein. Dann machen wir mal eben kurz aufräumen hier. Sehr gut. Und dann können wir auch direkt, naja, wir können auch direkt hier uns um die kümmern. Ich hoffe ja, einen kompletten Rüstungssatz von denen dazu bekommen. Der ist nämlich ein bisschen besser als meiner. Das war knapp. Oh, wieder eine kleine Scherbe. Hm. Und mittlerweile ist es Ushigatana, glaube ich, plus 4 oder plus 5. Wir schnetzeln so richtig durch. Ups. Seht ihr ja. Das geht, das rasiert durch wie ein warmes Messer durch Butter. Das geht so durch. So, jetzt müssen wir hier noch langsam durch. Vorsichtig. Fuck! Das war ein Fehler. Ja, gut. Hat ja trotzdem geklappt. So, jetzt haben wir noch die drei in der Festung.
In der Zitadelle, die wir uns krallen können. Drei? Drei oder vier waren es. Nur einmal wieder auf dem Hof. Hier, Vorplatz. Hallo. Hallo. Ja, da, ich habe mich schon gewundert. So. Die Drop-Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch. So, jetzt müssen wir eben kurz den von der Seite hier einsammeln. Der hat sich halt beim ersten Mal, deswegen hat er uns nicht bekommen, ziemlich verraten, denn der hat sofort angefangen zu trampeln, als wir nur in die Nähe der Tür gekommen sind. Deswegen wussten wir gleich, dass da einer steht. So, jetzt brauchen wir dich noch. Was ist hier noch am Bewegen? Das hört sich nach mehr als nur einem an. Hey, das Mauerwerk hat dir nichts getan. Nicht, dass hier gleich alles zusammenbricht. Hoppala. So. Und damit uns der Typ von oben, wobei ich probiere es einfach mal, wir haben 10 Flasks. Laufe einfach hier längs. Und dann hier. Da soll auch ein Geheimgang sein. Ich weiß aber nicht, wie man da reinkommt. Wir gehen jetzt einfach hier hoch. Komm ran. Ui. Vorsichtig. So. Ja, da ist so ein. Was ist das denn? Soll das ein Inquisitor oder sowas darstellen? Ho, 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 ho. Lauf, 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 lauf. Ich hab da irgend so ein komisches Icon. Hoppala. Mein Gott. Alter, wie viele sind das denn? Holy moly! Alter Schwede. So, jetzt müssen wir den Fettsack da wegmachen. Ja. Erste Stunde hat begonnen, ich weiß, ich bin dabei. Tausend Seelen. Was auch immer das sein sollte. Gut, also ich vermute mir, er hat alles, was hier in näherer Umgebung war, aufgescheucht. Umschalten. Brustkopf. Okay. Brustkopf. Wieso brauche ich Kopf? Was für ein Kopf? Naja, gucken wir uns mal weiter hier um. Hey! Da ist ja doch noch einer. Na, 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 na. Komm mal rein hier. Hier, wo die ganzen schönen Bänke sind, wo man sich auch mal hinsetzen kann. Blutfleck berühren. Nö, den will ich nicht berühren. Das ist ja ekelig. Muss ja Hände waschen. Weg mit dem Stuhl. Pass auf, Boss. Ja, dann drehen wir nochmal um.
Also so schwer ist jetzt unser Charakter auch wieder nicht. Der Stuhl hätte ruhig mal ein bisschen was aushalten können. So. Hier haben wir. Was haben wir hier noch? Ah. Reden? Nein. Geheimschlüssel benutzt. Und jetzt? Okay. Jetzt können. Ja, sicher, ich dachte nur, vielleicht hast du noch was. Also zu erzählen, nicht in den Taschen. So, dann ist hier noch. Oh. Entschuldigung. Pass auf, Menschlichkeit. Oh. Oh. Ich wusste es, man muss manche solche Dinger kaputt machen. Nice. So, jetzt ist so die Sache. Wir haben 6300 Seelen, damit könnte man gut aufwerten. Ja, aber wo rein? Über 12 Minuten. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal nochmal runter. Wir gehen jetzt nicht direkt zum Boss. Das wäre mir ein bisschen arg früh. Sondern, wir rennen jetzt mal eben wieder auf den. Warum ist die Tür zu? Ach doch nicht. Wir gehen jetzt mal und machen die da unten kaputt. Ich weiß nicht, wo der hin will. Wir gehen jetzt mal und machen die da unten kaputt. Nee, 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 nee. Komm, Kollege. Hier vorne hin. Ach Mann. Dann machen wir das anders. Ah, verdammt nochmal. Einmal kurz hier rein. Da hat er mir voll ins Kreuz gestochen. Komm ran hier. Los. Komm. So. Entschuldigung, muss ich mich kurz konzentrieren. So, die anderen sind unten. Da sind sie. Ne, ne, ne. Der will mich ja löchern. Also, was mache ich hier? Ich gehe nochmal rum, klatsche schon mal alles hier weg, gehe rüber zum Schmied, werte mich auf, gucke mich nochmal hoch Richtung Boss Chamber. Entschuldigung, führen wir nochmal hoch Richtung Boss Chamber und dann geht's zum Boss. Das wäre jetzt so mein Plan. So, aber hier noch was? Nein. Ja, auch nicht. Gut, dann können wir durchsprinten. Das Gute ist, wir können jetzt hier direkt durch die Kirche rennen, denn der Kollege oben mit seinem Leuchtfeuer, was er immer runtergeballert hat, der ist nicht mehr. Gut. Gut, 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 gut.
Hab's mir aber auch gedacht, so, wenn man an so einem gewissen Punkt ist, dann hat man vielleicht durch die Ausrüstung, gerade das Schwert jetzt, einen ziemlich großen Vorteil. Schade natürlich, dass ich den Händler unten so früh weggeknüppelt habe. Aber das war keine Absicht. Und ja, ich kann mittlerweile springen. Ich weiß mittlerweile, wie es funktioniert. So, aber das Leuchtfeuer hier oder unten? So, erstmal gehen wir nach unten zum Schmied. Und weil ich meine, ich habe Scherben gefunden. Ich will wissen, wie viele. Ich würde sagen, ich habe zwei. Dann können wir noch eine kaufen, dass Ushigatana noch einmal aufwerten. Mal sehen. Gegenstand kaufen, Rüstung verstärken, Waffe verstärken, Ausrüstung reparieren. Waffe verstärken. Ushigatana. Siehst du? Und das nächste kommt wieder. Kleine Scherbe. Nee, warte mal. Ich muss mal auf das Ushigatana wieder. Wo ist es denn? Wo ist das Ushigatana? Ach, kann ich gar nicht mehr verbessern. Plus 5 ist Feierabend. Gucken wir mal. Ja, wie scheint, kann ich das nicht weiter verbessern. Und das Schild? Nee. Wir gehen jetzt erstmal und gucken, was wir in Statuswerte reinpulvern können. So, aufsteigen. Also. Kondition. Vitalität. Kann zwei Statuswerte verbessern. Stärke. Ich denke, ich mache zwei in Kondition, oder? Oder ein Leben? Wie viel Leben kriegen wir dazu? Fast 40, ein bisschen weniger. 37, oder? Nehmen wir erstmal Leben. Jo. So, jetzt haben wir 200 Seelen über, das ist nix. Dann brauchen wir auch nicht noch mehr nach unten. Scheiße, wir können jetzt weiter. So. Jetzt müssen wir eben noch ein paar Viecher wegkloppen, aber das geht. Kriegen wir hin. Und dann können wir oben die. Ich meine, es sind die Gargoyles. Ah, guck mal. Da ist schon wieder einer. So haben wir nicht gewettet, du. Ach ja! Ihr habt das Ushigatana ja plus 5 gemacht. War gewundert, warum ich auf einmal mehr Schaden mache. Warum wohl? Wieso muss ich da durch den Nebel schreiten? Inversion des Finstergeists. Oh nein. Der sieht krass aus. Alter, lass mich in Ruhe. Junge, entspann dich. Alter, was ist denn jetzt?
Wie hat er das denn jetzt gemacht? Guck dir mal seine fette Rüstung an. Warum kommt er zu mir und geht mir auf den Zeiger? Macht doch gar keinen Sinn. So, jetzt hat er mir ein paar Seelen geklaut, oder wie? Okay. Dann nochmal los. So. Einmal wieder Ausdauer voll. Ach, Mist, der Kiste. Mann. Und weiter. So, liegen jetzt hier meine Seelen, oder? Jo, nice. Waren zwar nicht viele, aber... Nehmen wir die da mit? Ja, da oben ist ja weg. Das war keine Absicht. Komm ran. Na los, komm. Ein Rapier? Oha. Was kann das? Das ist super leicht. Was braucht auch über... Es braucht übel wenig Werte. Haltung 22. So. Jetzt gehen wir da vorne hin. Langsam. Ganz entspannt. Nö, nö. So nicht. Noch eine kleine Scherbe. Nice. Kleine Scherben sind, glaube ich, ziemlich gut, ne? So. Ach, da ist ja noch einer. Stimmt, da war ja was. Komm. Komm schon. Hallo. Dann halt nicht. Ich dachte, der will nochmal pieken. So, hier sind die 3 Milliarden Dudes. Oh. Hoppala, hoppala. Hoppala. Eieiei. Ach, Mann. Ey, ich hasse es. Das ist schon nervig hier. Ein zerbrochenes Schwert. Ja, damit habe ich am Anfang auch Nee. Nicht mal. Ich hatte nicht mal ein zerbrochenes Schwert. Ich hatte gerade mal nur einen Schwertgriff. Mehr haben mir die im Asylum nicht gegönnt. Hier ist doch normalerweise noch einer. Da oben. Da ist er doch. So. Hier wird nicht gesoffen. Mal hier ein Rapier nach dem nächsten, ne? Lass los. Lass los. So, ist der Typ jetzt hier runter? Also weg? Ja, der ist weg. Nun, mal schauen. Ist da jetzt noch die Menschlichkeit? Wieder vielleicht? Okay. Acht Estus, ich würde sagen, eine saufe ich vorher. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ich oben nicht viel zum Saufen komme. Jetzt geht's gleich zum Showdown. Schaffe ich's oder schaffe ich's nicht? Mal schauen.
Oh, falsche Seite. Wenn es wie beim Taurus-Dämon läuft, dann könnte es eine Weile dauern. So, saufen wir mal. So, hier stand ja Boss. Na? Erste Stufe. Zweite Stufe. Durch den Nebel. Ja, und hier kommen jetzt, meine ich, Gargoyles. Bis hierhin habe ich gespielt damals, meine ich. Da oben rechts ist, meine ich, der noch am Leben ist. Den habe ich, glaube ich, nicht geschafft, den Dude. Oder sind das zwei oder vier? Die hat mich voll angerülpst. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, ja, vorsichtig. Nein, 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 nein. Das sah aus, als ob es wehgetan hätte. Ah, du Scheiße. Was sind hier zwei? Ah, du Scheiße. Oh, hier ist ein Engpass. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, Mist. Warte. Alles ist frech. Ich komme nicht raus. Da habe ich mich aber in eine Falle gelockt, du. So, wie mache ich die weg? Erstmal müssen wir wieder hoch. Also ich glaube, ich muss einfach, sobald ich den ersten auf dem richtigen HP-Wert habe, volle Möhre draufholzen. Na, ich hätte vielleicht statt Leben ein bisschen mehr Stamina nehmen sollen. Ja. Fehler sind da, um gemacht zu werden. Und ich mache viele. Gern geschehen. Einer muss sich ja opfern. So. Next. Next. So. Aber. Das ist nicht alles. Denn es könnte doch schon hilfreich sein, wenn man eine bessere Rüstung hat. Upsala. Kleine Scherbe. Ja gut, die nehmen wir auch. Können wir vielleicht ein Schild noch ein bisschen verbessern. Nochmal eine kleine. Oha! Haben Sie gehört, dass der das Schild verbessern will? Das Schild direkt. Los, gönnt ihm! Nimm das Schild aus der Hand, Mann. Danke. So, jetzt sind wir da vorne noch zum Fettsack. Den da. So, aber warte mal. Ja. Hoppala. Ups. Drei Scherben. Mann.
Das ist ja mal mega Deluxe, also. Ach so, ach du Kacke, ich dachte, ich farm jetzt noch schnell, damit wir nochmal an die Gargoyles kommen. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr. Ha. Warte, falscher Weg, da lang. Aber doch, einmal können wir, glaube ich, noch machen. Aber ohne Verbessern der Sachen. Wir machen jetzt nur eben fix die Dudes hier weg. Komm ran. Los, komm. So, hast du was? Nein? Okay. So. Numero uno. Numero dos. Komm. Hat auch nichts. Vanessa. Hey. Nice. So, 10 Estus. Ich darf mich da hinten nicht in dem Kirchturm einsperren. Muss ich unbedingt aufpassen. So. Und diese hässlichen Wichs. Oh ja, genau. Alter! Homing-Missile! Ah ja! Guck mal, ich saufe! Gefällt ihm gar nicht. Ach, Mann! Hier liegen aber ganz schön oft Blutflecken. Komm her, du! Es geht dir an den Kragen, du Arsch! Treppe sei. Oh. Ich wollte gerade sagen, Treppe sei Dank, aber. Dann hat er nochmal zugestochen. Macht nichts, ich wollte sowieso noch eine Estus nehmen. Für diesen Strich HP hätte ich die Estus genommen. Denn dieser Strich HP könnte der Strich HP sein, der einem fehlt, damit man es schafft. So. Wird's nicht mehr verbessert. Jetzt gucken wir einfach, ob wir es hinkriegen. Und wenn nicht, dann soll es halt nicht sein, die Folge. Habe ich noch irgendwelche Sachen? Goldharz könnte ich zum Beispiel noch verwenden, ne? So, ab durch den Nebel. Oh, das geht sofort los. Hei. Hä? Er hat seinen Schwanz verloren. Ich hab seinen Schwanz abgehauen. Ne, ah, Mann! Gucken wir uns noch den Gargoyle-Schwanz an, den der da getropft hat. Ja? Eine Gargoyle-Axt. Ich kann sie übertragen. Aber die ist schwächer als meine. Oder? Warte mal. Nee. Hier. Ja, Waffen. So, Ushigatana. Macht physischen Schaden und 100 kritisch. Wahrscheinlich 100% kritischen Schaden. Und Zusatzeffekt 300 rot. So. Hoppala. Dann. Wo ist dieses Gargoyle-Axt-Ding? Was ist Gargoyle-Ding? Da, Gargoyle-Axt. Das hat keinerlei Zusatzeffekte, aber hat einen Grundschaden von 93. So, ich leg das Ding jetzt mal an. Warte mal. Mal gucken. Mal gucken. Ich habe irgendeinen Effekt. Oho.
das denn für ein ekliges Scheißteil? So, wo kann man den Zusatzeffekt angucken? Weiß es nicht. Naja. Ushigatana. Damit haben wir eine ganz gute Chance. Hiermit ist dann auch Folge, weiß ich gar nicht, wie viele Folge ist denn das? Ich glaube 9. Folge 9 erledigt. Folge 9 und wir haben die Gargoyles leider noch nicht fertig. Vielleicht schaffen wir es in Folge 10. Bleibt dran, bleibt spannend. Hau uns rein. Tschüss.